Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Heute mit einem waschechten Olympiasieger. Das unsere Themen. Treffsicher Olympiasieger Christian Reitz gewinnt mit dem SV Kriftel das Bundesliga-Duell gegen Sülfeld. Jubel, nach über 10 Derbys können die Frankfurter Löwen mal wieder eines gewinnen. Sieg gegen Bad Nauheim. Pech, EC Bad Nauheim verliert auch das zweite Spiel am Wochenende. Knappe Niederlage gegen Kassel. Wir starten mit Eishockey. Derbys sind ja gerade für die Fans immer ganz besondere Spiele. Und die Löwenfans mussten in letzter Zeit ganz schöne leiden. Denn seit über einem Jahr haben die Löwen kein Derby mehr gewonnen. Am Freitag dann war es aber endlich wieder soweit. Endlich konnten die Löwenspieler das Banner wieder hochhalten. Denn die letzten 10 Derby-Spiele hatten die Frankfurter alle verloren. Fast ein Jahr lag das Banner ungenutzt in der Eissporthalle. Doch diesmal haben sie alles besser gemacht und legten gleich los wie die Feuerwehr. 8. Spielminute und Matthew Pistilli brachte die Löwen auf die Siegerstraße. Und keine 10 Minuten später legten die Hausherren noch einen nach. Förderlizenzspieler Erik Stefan mit dem Schlenzer und dem 2:0. Der Jubel der Frankfurter Fans war kaum abgeklungen, da durften sie das nächste Tor ihres Teams besingen. Das Spiel immer noch im ersten Drittel, die Löwen in Überzahl und Richie Müller mit dem 3:0. Der Spielstand nach dem ersten Drittel auch so etwas wie eine Vorentscheidung. Im Mitteldrittel wurde Bad Nauheim besser, doch Frankfurts Schlussmann Brett Jäger machte ein super Spiel, was das spätere Interview allerdings nicht einfacher machte. Dann schlugen die Gäste aber noch einmal zu, und zwar in Form von einem tollen Solo durch Dusan Frosch, der zumindest das Ehrentor erzielen konnte. Zwar gab es weitere Großchancen für die Gäste aus Bad Nauheim, wie beispielsweise diesen Penalty. Doch Frankfurts Schlussmann Brett Jäger machte alles zunichte und gewann auch dieses Duell. Ich habe den Spieler schon mal gesehen und wusste, dass er lange wartet und mich dann verarschen will. Ich bin ruhig geblieben, bin tief gegangen und habe darauf geachtet, keine Lücken aufzumachen. Und ich wusste, er wird mich versuchen zu täuschen. Am Ende setzten die Löwen noch einen drauf und Kapitän Patrick Jarrett erzielte mit einer starken Einzelleistung den 4:1 Endstand. Der Derby-Fluch war besiegt. Ein großer Sieg für uns. Wir haben zuletzt einige Spiele verloren und wir haben in dieser Saison noch kein Derby gewonnen. Also wollten wir das heute machen. Wenn es nach den Fans geht, dürfen die Löwen jetzt eine neue Serie starten, in der 10 Derbys in Folge gewonnen werden. Für den EC Bad Nauheim stand nach dem Derby am Freitag gegen Frankfurt am Sonntag direkt das nächste an. Heimspiel zu Hause gegen Kassel. Die Roten Teufel mussten auch im zweiten Derby den Gegnern gratulieren. Dabei hatte es gar nicht so schlecht angefangen, denn im Gegensatz zum Spiel in Frankfurt waren es die Kurstädter, die den ersten Treffer erzielen konnten. 13. Spielminute und Nick Dienen erzielte den Führungstreffer für die Gastgeber. Doch die Huskies hatten eine Antwort parat. Und das auch noch im ersten Drittel. Jack Downing mit dem Ausgleich. Für Kassels Trainer Nico Rossi gab es Redebedarf mit seinem Torhüter in der ersten Pause. Im Mittelabschnitt waren es erneut die Teufel, die den ersten Treffer markierten. Etwas mehr als 4 Minuten waren gespielt, da waren die Bad Nauheimer wieder in Führung. Doch leider hatten die Nordhessen erneut eine Antwort parat. Kassel erzielte den Ausgleich. Mit einem 2:2 ging es dann ins Schlussdrittel.
Diesmal waren es leider nicht die Teufel, die das erste Tor erzielen konnten, sondern die Huskies. Und die Schlittenhunde setzten zwei Minuten später sogar noch einen drauf. 4:2 die Führung. Damit war das Spiel für die Teufel gelaufen. Wir spielen diszipliniert unser System, aber dann nehmen wir die Strafen immer in falschen Zeiten. Heute hat das wieder den Sieg gekostet, aber man kann nichts über die Arbeitsweise von Mannschaft eigentlich nicht sagen. Wir arbeiten. Wir wollen alle und leider hat es wieder nicht geklappt. Zwar konnte der EC Bad Nauheim noch den Anschlusstreffer erzielen, doch das nutzte alles nichts mehr. Wie am Freitag in Frankfurt standen die Teufel mit leeren Händen da. Die Mannschaft spielt eigentlich immer das gleiche System, dass die Unterschiede kommen da, wie du deine Zweikämpfe gewinnst oder verlierst, wie du die löst, die Situationen mit einer individuellen Klasse. Wenn du mehr Zweikämpfe gewinnst, gewinnst du meistens auch das Spiel. Und so feierten die Huskies mit ihren mitgereisten Fans, sehr zum Bedauern der Teufelanhänger. 0-Punkte-Wochenende für die Kurstädter. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann gleich bei mir hier im Studio ein Olympiasieger von Rio. Treffsicher, Christian Reitz gewinnt mit dem SV Kriftel das Bundesliga-Duell gegen Sülfeld. Gleich der Olympiasieger bei uns im Studio. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und bei mir jetzt ein Olympiasieger. Gold in Rio, Sportschütze Christian Reitz. Hallo und herzlich willkommen. Hat man sich schon dran gewöhnt oder wie ist das? Du hast schon sehr, sehr viele Erfolge gefeiert, aber wie ist es immer noch, als Olympiasieger irgendwo vorgestellt zu werden? Ja, es ist schon irgendwo noch ein bisschen ungewohnt, dass jetzt auch gerade wieder bei der Bundesliga. Danach wird man logischerweise immer gleich mit Olympiasieger Rio vorgestellt. So richtig angekommen ist es schon, aber es ist trotzdem irgendwo noch ein bisschen ungewohnt, wenn man das dann halt eben immer noch mal so gesagt bekommt und kommen natürlich dann auch gleich immer die Erinnerungen dann von Rio hoch. Also es ist schon noch ein bisschen komisch. Es waren deine dritten Olympischen Spiele, du warst in Peking dabei, in London und jetzt in Rio. In Peking hat es schon mal eine Bronzemedaille gegeben. Das ist eine lange Zeit, auf so hohem Niveau so weiter zu schießen. Wie schwer ist es denn so? Ein hohes Niveau bei so langer Zeit zu halten? Gut, bei uns jetzt als Sportschütze haben wir halt den Vorteil, wir können halt recht lang unsere Sportart ausüben. Mhm. Und solange es körperlich und vom Kopf her halt einfach gut funktioniert, können wir das halt schon wirklich viele Jahre ausüben. Und ja, ich profitiere jetzt auch irgendwo so ein bisschen über diese lange Trainingszeit. Also mir fällt es auch immer leichter, in die neue Saison reinzukommen, meine Leistung halt wieder so hoch zu bringen, wie ich im Vorjahr aufgehört habe. Also das hat schon seinen Vorteil, wenn man halt eben lange, lange Zeit schon trainiert und wenn man auch, wie ich jetzt, rechtzeitig angefangen hat. Waren dann auch aufgrund des Erfolges in Rio deine schönsten Olympischen Spiele? Ja, also ich konnte auch Rio jetzt wirklich bisschen mehr genießen als vielleicht die anderen Olympischen Spiele. In Peking damals bin ich relativ zeitig abgereist. Nach meinem Wettkampf in London, ja, war ich zwar auch recht lang, aber ist trotzdem halt einfach irgendwo nochmal ein bisschen was anderes, wenn man halt eben einfach einen erfolgreichen Wettkampf hatte und dann halt eben irgendwo alles ein bisschen befreiter, ein bisschen lockerer erleben kann. Also Rio war schon wirklich gut. Hast du dann auch noch die Möglichkeit gehabt, noch irgendwelche andere Sportarten anzugucken oder hast du die Chance gehabt? Ja, ich war mal so in dem ein oder anderen Stadion. Ich war beim Badmintonspielen. Meine jetzige Frau war ja auch mit vor Ort gewesen. Und da haben wir natürlich schon irgendwo die Zeit genutzt. Wir waren noch mal im Nationalpark, wo wir halt mal wirklich bloß einen Tag für uns da unterwegs waren, hatten so eine kleine Führung da mit so einem Guide gehabt. Und also wir haben natürlich schon die Zeit da so gut wie möglich ausgenutzt. Du hast Gold mit der Schnellfeuerpistole geholt. Das heißt, nochmal kurz zur Erklärung, es sind
Eine Serie sind 5 Schuss, die stehen nur, die Scheiben nur wenige Sekunden. Hast du Zeit, um die zu treffen? Das heißt, da ist schon mächtig Zeitdruck auch dahinter dann. Ja, genau. Also 5 Schuss. Wir fangen an mit 8 Sekunden, 2 Serien, 2 Serien in 6 Sekunden, 2 Serien in 4 Sekunden. Das zweimal, also wir machen das auf 2 Halbprogramme, das ist dann unser Vorkampf und das Finale ist dann nur noch in 4 Sekunden. 8 und 6, das kriegt eigentlich jeder noch so relativ gut hin und bei 4 Sekunden wird es dann im Endeffekt für uns als Schnellfeuerschützen erst so richtig interessant, weil da ist es halt wirklich schwierig, wenn da sich mal ein Fehler einschleicht, kann er sich halt eben stark auswirken oder nicht so stark auswirken und da wird es dann so, da entscheidet sich dann im Endeffekt auch wirklich erst, wer kommt ins Finale oder wie läuft dann halt einfach ein Finale ab und wie geht es zum Schluss dann aus. Wie schwer ist es denn dann, sich weiterhin zu konzentrieren? Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich nehme, keine Ahnung, einen 400-Meter-Läufer und Marathonläufer, einen Triathlet, der am Schluss sagen kann, mir brennen zwar die Oberschenkel, aber ich gebe jetzt noch mal alles. Das ist ja bei euch nicht möglich. Ich kann es ja nicht nochmal irgendwo hinrennen oder sowas. Sondern im Grunde genommen, ihr müsst ja dann noch ruhiger werden, noch fokussierter werden. Wie schwer ist es dann, im Finale nochmal extra Spannung aufzubauen? Also es ist wirklich so ein Mix, also es geht wirklich vieles im Kopf ab, also gerade so dieses Fokussieren, aber es ist auch wirklich so in den Körper reinfühlen, brauche ich irgendwo ein bisschen mehr Spannung, bin ich irgendwo verkrampft oder bin ich irgendwo zu locker? Das ist halt schon viel Erfahrung, wo man dann halt einfach gucken muss, wie komme ich persönlich halt eben am besten klar. Ist auch wirklich unterschiedlich von Schütze zu Schütze. Der eine braucht halt eben ein bisschen mehr innere Anspannung, der andere ist lieber ein bisschen relaxter und ein bisschen ruhiger. Also das ist dann halt schon kompliziert. Und dann natürlich mit dem ganzen Drumherum dann halt auf seiner Technik zu bleiben, weil schlussendlich, es geht halt wirklich nur über das Technische. Man kann zwar mal Glück haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man halt eben gut schießt, funktioniert halt eben dann bloß bei der bestmöglichen Technik. Wann und wie hast du denn in Rio registriert wirklich, dass es Gold ist? registriert, dass es Gold ist, schon relativ fix, weil man hat es ja durch die Fans, die dabei waren oder durch meine ganzen Mitsportler, die mit in der Halle waren, gehört. Aber dass es dann so richtig bei mir angekommen ist, was das jetzt bedeutet, das war dann, glaube ich, erst im Olympischen Dorf. Also das war dann so Stunde, anderthalb Stunden später, wo ich dann wirklich das erste Mal so ein bisschen für mich war und halt eben nichts drumherum und keine Interviews oder sonst irgendwie was. Da ist es dann, glaube ich, das erste Mal so richtig bei mir angekommen. Und du bist ja nicht nur in Rio unterwegs oder bei Olympischen Spielen, sondern auch in der Bundesliga für den SV Kriftel. Und da war am Wochenende auch Bundesliga-Wettkampf und wir waren mit der Kamera mal dabei. Wenn der Olympiasieger etwas anvisiert, dann wird es auch getroffen. Zumindest meistens. Christian Reitz ist die Nummer 1 in Kriftel, wenn es ums Luftpistolenschießen geht. Aber wen wundert's, immerhin ist er einer der Top-Schützen der Welt. Also Christian ist sehr fokussiert, ist schwer aus der Ruhe zu bringen. Wenn er vorne an der Schießlinie steht, dann ist er ganz fokussiert wie im Tunnel. Und Christian kann in allen Disziplinen, also auch Luftpistole, was man hier gesehen hat, und Schnellfeuerpistole, was sehr unterschiedliche Disziplinen sind, in allen Pistolendisziplinen ist der Christian sehr, sehr stark. Konzentrieren, Armstrecken, zielen, abfeuern. Doch bei allem, was Christian Reitz bereits erreicht hat, ist auch seine Technik nicht perfekt und wird beinahe täglich trainiert. Das mit Schießen ist halt so, man macht nie alles perfekt. Es gewinnt der am wenigsten Fehler macht. Und wenn Christian mal 3-9er in Folge schießt, redet man schon von Krise. Aber das Ziel ist immer, einen perfekten Schuss abzugeben. Wir streben nach Perfektion, die Perfektion, die wir wahrscheinlich nie erreichen werden. In einem Bundesliga-Duell wie am Wochenende treten 2 Mannschaften gegeneinander an. Jedes Team besteht aus 5 Schützen und jeweils der Beste aus Mannschaft A schießt gegen den Besten der Mannschaft B. Wer mehr Ränge schießt, hat das Duell gewonnen. Wer mehr Duelle gewonnen hat, ist der Sieger. Die Entfernung zur Scheibe beträgt 10 Meter und innerhalb von 30 Minuten müssen 40 Schuss abgefeuert sein. Die 10, also die Mitte der Scheibe, ist 1,15 cm groß. Im Duell am Sonntag gegen Sülfeld musste Maren Johann gegen Christian Reitz antreten. Keine einfache Aufgabe, auch wenn Johann bereits zweifache Vize-Europameisterin ist. Ja, jeder weiß, Christian ist der weltbeste Schütze, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe versucht, mit einer guten Technik weiterhin zu schießen. Hat auch einigermaßen funktioniert. Ich bin recht zufrieden. Es war okay.
Der Olympiasieger ließ auch keinen Zweifel aufkommen, das Duell zu gewinnen. Er schoss eine 10 nach der anderen und einmal sogar die 10,9. Genauer, in die Mitte geht es nicht. Mit dem Sieg zieht die Bundesligamannschaft aus Krüftel als Sieger der Nordstaffel in die Endrunde ein. Der Trainer ist zufrieden mit der bisherigen Saison. Ja, nachdem wir jetzt Nordmeister geworden sind und sozusagen der Sieger der Vorrunde im Norden geworden sind, muss ich ja sehr zufrieden sein. Besser geht's nicht. Wir haben einen einzigen Wettkampf verloren, das war gegen Braunschweig, und ansonsten alle Wettkämpfe gewonnen. Also wenn ich jetzt noch anfangen würde zu klagen, da wäre das ja schon vermessen oder auf sehr hohem Niveau. Besser geht nicht. Das waren auch gute Ergebnisse, die wir geschossen haben. Am 1. Februar-Wochenende steht das Finale an. Krüftel ist zwar nicht der große Favorit, hat aber durchaus das Zeug, das eine oder andere Team zu ärgern und am Ende selbst mit dem Titel nach Hause zu kommen. Im Finale muss sowieso, wenn wir da gewinnen wollen, müssen wir jeden schlagen. Also wir nehmen jeden Gegner und da freuen wir uns schon drauf. Und das ist am 3. bis 5. Am 5. ist mein Geburtstag. Vielleicht macht mir meine Mannschaft wie vor 3 Jahren schon mal ein Geburtstagsgeschenk. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn Christian Reitz weiter so konstant schießt wie in dieser Saison, dann wird zumindest die Nummer 1 aus Krüftel kaum zu besiegen sein. Nur mit seinem letzten Schuss, dem 40. war der Olympiasieger nicht zufrieden. Denn der letzte war auch gleichzeitig der schlechteste, wie hier am gelben Punkt zu sehen. Doch wer solche Serien schießt, der darf sich auch mal einen Ausrutscher erlauben. Ja, am Ende dann doch ein ganz, ganz starkes Ergebnis wieder. 392 Ringe. Wie sehr ärgert dich der allerletzte Schuss? Ja, schon natürlich ein bisschen. Klar, im Endeffekt ist es egal, ob es der letzte, der erste oder irgendwo mittendrin ist. Aber es ist halt eben schon immer so das Ziel, wenn man halt aufhört, dass man mit einer 10 aufhört. Und da ist dann halt eben so, ja, der schlechteste Schuss zum Schluss, wenn der dann da so stehen bleibt, natürlich ein bisschen unschön. Wir haben es in dem Beitrag auch gesehen, da ist, bevor du die Waffe dann hochnimmst, schaust du stark geradeaus, also Fokussierung. Was geht einem da durch den Kopf? Für mich ist es einfach ein Teil von meinem Technikablauf. Also ich gehe vorher nochmal alles durch. Wie stelle ich mir meinen optimalen Schuss halt vor? Und das fängt dann halt damit an, mit Waffe oder mit dem Arm dann ausstrecken, Blickrichtung Scheibe, und dann geht halt eben so für mich dieser Ablauf dann halt eben los, und dann gehe ich meine Punkte halt eben durch, die ich halt für mich persönlich beste Technik dann halt eben brauche, um halt eben zum Schluss im Idealfall einen bestmöglichen Schuss abzugeben. Das heißt, das ist dann mehr oder weniger fast so eine Routine, die dann abläuft. Genau. Wie schwer ist es denn? Ich stelle mir das vor, alles wirklich, dass es schwer ist, alles auszublenden. Und man nicht irgendwann da denkt, muss ich die Wäsche noch machen oder keine Ahnung, das und das liegt zu Hause noch, ist noch übrig geblieben, was noch zu erledigt werden muss. Also ideal wäre es wirklich, wenn man in einen Wettkampf reingehen kann oder an den Stand rangehen kann und einfach mal den Kopf ausschaltet und halt eben wirklich bloß sich auf seine Technik konzentriert. Funktioniert natürlich nicht immer, und dann ist es halt wirklich die Kunst, sich immer wieder, wenn man mal abdriftet, halt eben sofort wieder zurückzuholen und irgendwie darauf zu konzentrieren, was man halt eigentlich machen will und warum man da eigentlich da vorne gerade steht. Man sieht auch im Beitrag, dass du mit der Waffe von oben leicht nach unten gehst, um dann das Ziel zu fokussieren sozusagen. Wie kann man sich das vorstellen? Man kennt beispielsweise die Erzählung von Biathleten, was natürlich die Scheibe auch nochmal größer ist und die mit einer anderen Vorbelastung dahin kommen. Da hört man immer wieder, wenn ich schwarz sehe, drücke ich ab. Ja, wie ist das bei euch? Nee, ganz so ist es bei uns nicht. Es ist halt schon sehr, also jetzt Luftpistole ist halt schon sehr präzise. Das ist halt ein Technikablauf. Man unterstützt das halt alles mit der Atmung, was wir natürlich jetzt deutlich besser können als die Biathleten, weil die ja doch mit einer anderen Frequenz da halt einfach ankommen. Richtig, ja. Und für uns ist es halt eben, wir machen oben drüber, kann man sich vorstellen, wie eine kleine Pause. Dann atmen wir langsam aus, gehen ganz langsam durch das Schwarze durch, bis wir an unseren Halteraum ankommen. Der ist knapp unter dem Schwarzen, und wenn dann halt das Zielbild stimmt, dann lösen wir halt so gut wie möglich, so ruhig wie möglich, lösen wir dann aus, um unseren Schuss da halt eben abzugeben. Also das ist schon alles sehr, so genau wie möglich, aber ohne es zu penibel zu machen. Mhm. Das heißt eben, dann muss man irgendwo so den Mittelweg dann für sich dann finden. Aber es ist wirklich so, dass man dann
von oben gerade runterkommt? Oder ist es einfach, ich kreise so lange um die Mitte drumherum, bis ich das einigermaßen zentriert habe? Das gibt es sowohl als auch. Normalerweise versucht man schon alles so ruhig wie möglich, weil wenn man halt ruhig unten ankommt, braucht man auch so wenig wie möglich Zeit. Mhm. Und man kann ja auch nicht ewig da, die Luftpistole halt eben halten, das Auge ermüdet irgendwann, die Luft ist dann auch irgendwann mal zu Ende, weil wenn man ausatmet und im ausgeatmeten Zustand unten ankommt, irgendwann ist Schluss. Und dementsprechend, umso genauer man in seinen Halterraum reinkommt, umso schneller kann man halt auch den Schuss dann abgeben und halt eben normalerweise umso die beste Konzentration hat man halt einfach noch. Deswegen also lieber ein bisschen genauer als diese Variante einkreisen, bis es vorbeikommt. Gibt es zwar auch manchmal, das sieht man zumindest, oder von außen sieht es manchmal so aus, aber das ist dann eher die schwierigere Version. Der Trainer hat am Ende des Bundesliga-Finals der Endrunde Geburtstag und er hat im Beitrag gesagt, so ein Geburtstagsgeschenk als deutscher Meister hätte er schon gerne von euch. Siehst du das als möglich, dass es machbar wäre? Machbar auf jeden Fall. Wir sind eine gute Truppe. Wir haben auch dieses Jahr wieder sehr hohe Wettkämpfe gehabt und auch hohe Ergebnisse von den einzelnen Schützen. Möglich ist es schon. Bundesliga-Finale ist natürlich immer noch mal ein bisschen was Besonderes. Ist auch wieder von der Kulisse noch mal ein bisschen anders als so ein normaler Bundesliga-Wettkampf, wie es jetzt am Wochenende war. Und ja, man muss halt einfach gucken, wie kommen die Mannschaften so in dieses Finale rein. Und wenn es halt schlecht läuft, kann man sich noch irgendwo während des Wettkampfs wieder hochrappeln. Also es hängt immer einfach, kommen so viele Sachen zusammen. Man muss halt einfach gucken, wie die anderen Mannschaften drauf sind. Deswegen, wir werden unser Bestes geben und dann schauen wir, wie weit wir halt damit kommen. Und wie sieht die Zukunft des Schützen Christian Reitz aus? Jetzt Bundesliga-Finale, danach mache ich bei den Qualifikationswettkämpfen für die Luftdruck-Europameisterschaft mit. Und dann geht es im Endeffekt jetzt schon so, aktuell schon so parallel wieder mit Schnellfeuer los und da wieder die Vorbereitung. Da haben wir dann Mitte, Ende des Jahres haben wir dann die Europameisterschaft in Baku. Da möchte ich mich natürlich auch wieder qualifizieren und dementsprechend geht der normale Trott-Training und Wettkämpfe geht jetzt ganz normal weiter und die Vorbereitung für die neue Saison sind schon wieder im vollen Gange und das Bestmögliche rausholen. Und klar, im Endeffekt ist ja jetzt dieses Jahr schon wieder so ansatzweise die Vorbereitung auf die neue Olympiasaison, wo es dann wieder um Quotenplätze geht, bis hin dann zu den Olympischen Spielen 2020. Das heißt, da willst du auf jeden Fall auch noch dabei sein? Ich werde mein Bestes geben, ja. Dafür und auf dem Weg natürlich auch fürs Bundesliga-Finale viel Erfolg. Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Liebe Zuschauer, das war's wieder von der Sportschau. Ich wünsche dir eine sportliche Woche und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.